Der Weg nach Nantes. So, eingecheckt haben wir. Und jetzt geht's zum Gate. Danny Josic, Nils Kretschmer und Jonas Meyer sind auch dabei. Die drei Jungspunde der Löwen. So, Nils, was sucht David jetzt gerade? Seine Bordkarte. Wieso? Wieso hat er die verloren oder was? Ja, hat er verloren. Und wer hat die jetzt? Ich? Warum bist du so? Ich bin ein schlechter Freund. Auf mich ist kein Verlass. Ja, wunderschön. Da haben wir sie wieder. Ich habe meine Bordkarte ist wieder da. Wieso das? Wir freuen uns alle, ich bin erleichtert. Danke an Nils Kretschmann. Er hat sie dir vorenthalten. Er hat sie mir dreckigerweise vorenthalten, ja. Die Stimmung ist gut. Olli, bist du nervös? Patrick, warst du beim Friseur? Was? Warst du beim Friseur? Hallo! Jetzt geht's los! Servus! Andi, bist du fit? Erstmal schlafen, Andi! Ja, hier die ersten Schlafopfer im Flugzeug. Alles schwierig. Es gibt zu viel Turbulenz. Hier ist es nicht mehr so. Das ist meine Friseurin. Das ganze Style, Mann. Gänse hat die Haare schön. Sexy Hairs. Hier rechts ist das Hotel von Göppingen. Genau. Göppingen. Kennst du gerade schon erzählt? Ich weiß, wo die Hotels sind. Göppingen. Ich kann hier die jeden Scheiß fühlen. Das ist unser Hotel. Das Merkur Hotel in Nord. Jonas, was machen wir denn hier? Also sind wir gerade auf der Pressekonferenz hier in Nord. Ja, wir haben jetzt hier keine Ahnung, was wir machen und wenn es losgeht. Ja, aber als junger Spieler ist das natürlich. Muss man alles mitmachen, alles mitnehmen, oder? Ist natürlich froh, hier zu sein, Steiger. Absolut, absolut. Da ist das Ding. Das Ding holen wir. Das holen wir. Ich bin mal ganz sicher. Das Ding holen wir nach Hause. Jawohl, Gummi, nimm's. Gummi, nimm ihn hoch. Der, wo die Hand dran hat, der gewinnt das Ding. Wer hat die Hand dran? Gummi. Der, wo die Hand dran hat, der gewinnt das Ding. Glaub mir. Wir gewinnen das. Gummi, ich hab gesagt, wir haben den Pokal, weil du hast die Hand dran gehabt als Einziger. Ja? Ja. Oh, okay. What do you think about today's football game? I'm really excited. Yeah, really exciting about this match. He's also looking excited. Yeah, he's really excited. Yeah. They call him Zlatan. You're not good enough to have some other names like Messi or I had Gomez. Gomez? Yeah. But I was a little bit better than Gomez, so they took it off. We have this man, this Messina here. Yeah, he's gonna close it. What do you want to say, Johnny? Steppi spricht Deutsch. Please score a goal today. And Antti is here auch and he want to speak Deutsch. No, he speak Deutsch. Deutsch. Jetzt eine kleine Trainingseinheit am Nachmittag. Muskeln auflockern. Miss Schako. Press. Football players from the Rhein-Neckar Löwen. Niklas Landin Jakobsen and Stefan Sigurmansson. His name is also Zlatan. Nein, das weiß ich, aber das ist nicht. 1-0 Alf. Oh! Gut, sehr verehrte Damen und Herren, das war ein seltenes Ereignis. Schako, deswegen Sesum. Freut er sich auch so, überaus. Herr Sesum, Ihr erstes Tor, seit Sie bei diesem Verein spielen.
Sascha. Ja. Sag mir die Taktik von Göpping. Wie spielen? 3, 2, 4, 1. Spielt das Herr Tatski? Spielt das Herr Tatski? Uwe, ich mache jetzt ein Interview mit dir. Komm mal. Nee, komm mal. Ich muss mit dir über deine neue Frisur sprechen. Oh. Der fliegende Reporter Steini ist wieder unterwegs. Was sagen Sie heute zum Fußballspiel, Herr Grotzke? Danny Dosic, unter aller Sau. Ja, wie viel ging es eigentlich aus? Kein Pass ab. Wie viel ging es aus? 2-0 für Alt? 2-0 für Alt, ja. Sie haben Angst zu angreifen, ne? Die junge Mannschaft macht den Fehler, dass sie mich nicht suchen. Du bist der Xavi. Du bist der Xavi, der Rhein-Neckar-Löwen. Ich muss überall sein, aber es bringt trotzdem nichts. Die Frisur, Frisur 2013, wo ist am Kamera? Andi, komm mal kurz. Der ultimative Krafttest von Oliver Rogic. Ist er stark genug? So ein massiver Posten, ihr seht, er ist triple hart, den verbiege ich jetzt, ja? Guckst du genau an. Komm her. Eins, zwei, go! Diese Kraft, unglaublich. Oliver, The Rock, Rockisch. C-Rock. Z-Rock. Ah! Ist aber! Meine Finger! Ah! Ah! Ey, ich bin brutal, ey. Olli, brauchst du ein? Jonas, warum bist du nicht geduscht? Wann gibt's Essen? In einer Viertelstunde ist mir einfach nicht geduscht. Warum denn? Ja, weil die Karte nicht ging. Und du wolltest sagen, weil ich so dumm bin. Nein, die Karte geht nicht. Weißt du? Ja, die Franzosen gingen das ja nicht auf die Reihe, dass wir in die Zimmer kommen. So, jetzt probieren wir zum dritten Mal heute, ob die Karte funktioniert. Merkur Hotel. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dem. Ja! Erfolg. Erfolg! Auf, go!